Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Und wir haben ja jetzt den Potion-Dings hier. Und ich wollte es jetzt noch einmal hier in Stonekeep versuchen. Ja. Und dass wir dann da mal schnell reisen. So, und hoffentlich wird das jetzt mal funktionieren. So, dass wir hier irgendwas finden. Ich würde sagen, wir speichern hier trotzdem auch noch einmal auf den zweiten. So. Ja genau, hier gab es ja nichts. Hier gab es ja nichts. Und hier gab es schon mal eine Ratte. Boah, zwei auf einen Schlag, geil. So, toll. Potion, Fly. Und ich weiß schon, dass da Wölfe noch auf uns zukommen werden. Irgendwo. Und die Dinger. Die Goblins. Hier gab es ja. Ne, stimmt, die konnten wir ja gar nicht machen. Gucken, was drin ist. So. Haben wir jetzt offen? Oh, genau jetzt. Oh, wie viele kommen da jetzt? So, der hatte nichts. Jetzt müssen wir blöderweise. Ah. Wofür war das? Da können wir nicht rein, okay. Nö. Ich scheiße, jetzt muss ich mit Fäusten kämpfen. Ich hätte vielleicht. Ja, Eisenhelm. Jetzt bräuchte ich eine Waffe. Jetzt wäre eine Waffe gut. Jo, der Wolf hatte nichts. Ja, jetzt müssen wir alles verprügeln, was uns vor die Nase läuft. Ja, genau, die Skelette hatten nichts. Da. Geil. Ah, immerhin Dolch, immerhin. Können wir irgendwas zumindest mit abfangen, glaube ich. So. Und der andere hat auch nichts. Okay. Mit einem Dolch können wir zumindest was anfangen. So, wo haben wir? Digga, da. Oh, scheiße. Irgendwo ist hier noch einer. Kann man ganz klar hören, dass hier noch irgendwo einer ist. Potion. Hä? Ach, der Dolch ist jetzt auch am Arsch. Wollen die mich verarschen?
Ja, genau da. Eine Ratte. Die Ratte hatte gar nichts. Ist noch irgendwo eine? Irgendwo ist noch eine Ratte. Ja, da sind sie. Gibt es wieder was? Itachi! Ja, Mann! Schnell. Bevor ich hier jetzt gekillt werde von irgendwas, mal jetzt ganz schnell den Wakizashi. So, schnell rein und. Ah, nice. Levelaufstieg. Nice, nice, nice. Okay, können wir nicht runter machen, aber ich würde sagen. To hit. Womit können wir to hit da machen? Vielleicht damit? Trotzdem sagen, lass mal lieber mehr auf Stärke gehen, weil damit macht man mehr Schaden. Und können auch mehr tragen. Obwohl. Das hier wäre auch. Gut, wenn wir das hier ein bisschen steigern können. War das mal plus 1, Health plus 2? Womit steigern wir Health? Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall Level 7. Hier geht es wieder zu. Hier gibt es wieder nichts. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir unser Schwert jetzt auch mal wieder reparieren. Unser Hauptschwert. Oh nein! Boah, ganz schnell hier. Genau. Auch schon auf Healing. Digga! Boah. Der Minotaur, ey. Schießt er mich gleich fast aus dem Leben, ey. So, genau, hier haben wir einen Weg. Ich würde sagen, diesmal gehen wir diesen Weg mal entlang. Und schauen, wo es uns hinführt. Okay, bisher scheint alles hier unter Wasser zu sein. Ach, Skelette, okay. Da ist noch ein Skelett. Wo genau sind wir jetzt? Aha. Was gibt es da bei dem anderen Weg? Das frage ich mich jetzt. Hier muss ja auch irgendwo hin weitergehen. Spinne! Oh, gegen die Spinnen komme ich nicht an. Die sind mir doch ein bisschen zu stark. Da ist sie schon wieder. Da ist er schon wieder. Aua! Hier, oh, nein, ouch! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber ich glaube, hier ist eher der Hauptweg, wo wir hier irgendwo, wo wir weiterkommen müssen. Ja, wir sind wieder bei den Skeletten. Ich hier ein bisschen so. Da ist wieder ein Skelett. Und da ist noch einer. Wenn ich hier geradeaus einfach durch. Ja.
Ja, so geht's auch. Ich glaub, hier. Ja, da kommt er erst. Ach, gleich zwei. Hallo? Digga, hau mich nicht kaputt. Digga. Wie stark sind sie? Aua. Okay, hinter mir ist keiner. Steph? Der hatte nichts. Können wir das da looten? Ne. Ich würde sagen, aber... Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir wieder... zurückgehen. Ich glaube, weil so viele Potions haben wir doch nicht. Und da sind wieder welche. Super. So. Und wir müssen hier wieder zurück, damit wir hier zum Ausgang können. Ich habe Schiss, dass wir das nicht überleben können. Oder... Und die kommen wir nicht dran. Wollen die mir hier aufs Maul hauen? Die sind doch zu low, hierfür zu schwach. Und jetzt müssen wir auch nur unser Schwert reparieren. Den nehmen wir noch mit. 21 Gold, immerhin. Da müssen wir hin. Cracks sein, ja, ja. So, hier. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal nach Drachenstern. Dragonstar hört sich cool an. Ja, 18 Tage, okay. Reisen wir mal dahin. Und gucken uns mal an, was da so alles gibt. Jo. You have arrived in the city-state of Dragonstar in Hammerfell Province. The date is Fredas 18th of Evening Star in the year 3. Ära 389. It took 18 days to reach your goal. Welcome to Dragonstar. Home of the sacred rage. We wish the peace and rest in our city state, but conduct thyself honorably, or thou shalt answer to our gods. Oh, mitten in der Nacht sind wir hier angekommen. You are in Dragonstar. 10:02 in der Nacht. Nachts ist immer krass hier in so Städten, weil hier kannst du von irgendwas attackiert werden, habe ich gehört. So. Das ist Drachenstern. Das sieht cool aus hier, so direkt am Wasser so. Ich werde, das ist die Magiergilde oder das hier. So.
Das ist eine Taverne, ne? Mutig von dir, nachts hier unterwegs zu sein. Ich hoffe, dass das vielleicht eine Taverne, obwohl das sieht eher aus wie so Heiler. Ja, ist auf Heiler. Ist keine Taverne? Natürlich. Ratten in der Nacht. Hier will ich nicht runterfallen, weil wirklich keine Ahnung, ob ich hier auch wieder aus dem Wasser rauskomme. Also wieder Heiler. Boah, was macht ein Wolf hier? Ist nur eine Taverne. Im Grunde, eigentlich, wenn man aufleveln will, auch geil, so in der Nacht hier rumzuspazieren. Trifft man in Städten so nachts auch mal? Equipment Store, den wollen wir jetzt nicht. Aber hier trifft man dann hin und wieder irgendwelche Gegners. Wieder Equipment Store. Taverne. Dann gehen wir mal rein. Ja. Rostigen Oger. Hatten wir den Schuppen nicht schon mal in einer anderen Stadt gehabt? Die rostige Oger Taverne. Ja. Single. Eine Nacht. Ja. Nee, das wollten wir doch. 10 Uhr 41. Ja. Dann, wir haben es 10 Uhr 41. Dann machen wir 8. Jo. Dann haben wir es jetzt 6 Uhr 42 in der Früh. Geht's denn jetzt raus? Ja, das sind alles Zimmer, also war ich wahrscheinlich da sogar schon richtig. Ja, hier war ich doch schon richtig. Dann gehen wir mal raus. Musik ist wieder nice. Mal was Neues. Gehen wir aber hier mal rein und lassen unsere Waffe reparieren. So. Beziehungsweise verkaufen den anderen Scheiß. So. Fate Gauntlets. Ne, den wollen wir dann behalten. Dann verkaufen wir den anderen. Gehen zwar die Gold, ja, geht klar. Plattenhelm, Ironhelm. 45 Gold, geht klar. So, Ebony Buckler wollen wir behalten. Steph können wir verkaufen. 3 Gold. So. Den Wakizashi lasse ich mal eben auch noch da. Sorry, Paul, I am not impressed with him. Okay.
den Bucky zerspalten war. Lale. Potion, Potion of Healings. Die Katana of Endurance wollen wir reparieren. Den Bucky zerschlassen war. Den Dagger wollen wir. So im. Den wollen wir verkaufen. 10 Tage, 24 Gold. Okay, die 10 Tage müssen wir jetzt durchhalten. Und jetzt gucken wir mal an, was der im Inventar hat. Waffen und Armor. Ich habe kurz irgendwas mit Ebony gelesen hier gerade. Ich weiß nicht warum. Elven Rotsword, ein Zielbackitzer. Mit viel eigentlich gut. Dwarven Maze of Shock Resistance? Okay. Die hat aber nichts, was mit Ebony zu tun hat. Mal gucken, ob er hier was hat. Bounce of Jumping, ne? Elven Round Shield. Okay, aber. Der hat nichts, was ich brauche. So, den Laden muss ich hier mir mal markieren. So. Der hat meine Waffe. So. 10 Tage. Wollen wir. Komm. Ich glaube, die 10 Tage können wir in die Taverne wiederfinden. Mal einfach verschlafen. Wo ist denn die Taverne? Ich nehme einfach die. Dann pennen wir da für 10 Tage. Und dann ist unsere Waffe fertig wieder. Wieder heile. Nein, ich will jetzt keine Arbeit haben. Ah, okay. Kann ich die jetzt? 240 einfach eingeben. You only have 60 remaining hours. Rest this long? Ja, okay, komm. Machen wir so. Und dann haben wir noch 9 Tage bei dem. Und Pen. Get a room. Single. How many days you want us? Ja, sagen wir 9. Ja, ja. Und dann campen wir noch vor a while. Sagen wir, wir schreiben hier nochmal 200. So. 200 Stunden gepennt. Dann schauen wir uns mal an, wie weit das jetzt mit unserem Dings hier ist. Wo ist der Waffenladen? Der ist hier im Türben, der meine Waffe hat. So, mal gucken, wie weit der ist. Mal 200 Stunden gepennt, ey. So. Which job do you wish to inspect? Status. Your steel katana of endurance is not ready yet. I'm almost done with it. Check back with me in 23 hours. Okay. In 23 Stunden. Auf der
fertig. Das heißt, noch einmal ein bisschen pennen. Jo, jetzt hackt's. So, jetzt rein. Ja. Moin. Ah, okay. Dann können wir hier noch pennen. Sagen wir mal 23. 16 Stunden können wir noch. Okay. So. Warte, was sagt die Uhr jetzt? At 9? Okay. Get the room. Single. Einen Tag noch. So, ja. Wie viel Geld wir jetzt dafür ausgegeben haben. So. 7 Stunden fehlen uns noch. Sagen wir 7. Jetzt müsste es auch früher morgen sein. 6.22 Uhr. Perfekt. Jetzt müsste der endlich fertig sein. Wie viel Geld wir einfach jetzt für so viel Schlaf ausgegeben haben. Unnötig ausgegeben eigentlich im Grunde. So. Der müsste jetzt fertig sein. Her. Status. So. Just in time of entrance should be ready. Any minute. I have one of my men working on it as we speak. Okay. Heißt wahrscheinlich, ich muss hier noch ein bisschen warten. Aber für euch heißt das dann jetzt leider, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.